Wollen wir anfangen? Ja. Wir müssen ja irgendwann. Irgendwann muss es ja mal losgehen. Das war wieder eine wunderbare Kaltstart, aber das brauchen wir. Wir müssen reingeworfen werden ins Viertelfinale, Spiel 1, die Playoffs. Hier ist Halle an der Saale. Guten Abend, Saale Bulls gegen Deggendorfer SC. Guten Abend, Salzhahn. Hallo, Marc. Richtig, richtig viel. Bastian Lehmann jetzt mit dem Startpulli. Jetzt die Gäste wieder komplett. Ja, das zeigt halt, wie erfahren das Team ist. Einfach jetzt zu merken, oh, jetzt brennt es hier gerade, ist zwar wieder 5 gegen 5. Wir nehmen das Icing, holen nochmal kurz Luft. Hat der Kapitän gut gelöst. Haben zwar Bulli vor dem eigenen Tor, bisher die Bullis gut. Und wieder ganz souverän. Ist jetzt nach 13,5 Minuten gespielt. Schon schön, wie Pielmeier hier Ruhe ausstrahlt. Das ist natürlich genau das, was man sich, sehen wir es, in den Playoffs wünscht. Gäste lassen ihre Uhr runterlaufen, sind zufrieden mit dem Drittelergebnis. Ja, ein taktisch geprägtes Drittel. Interview mit Marc auf dem Eis. Danach noch kleine Aufführung, nein, Eisbereitung, Aufführung, Eiskunstlauf, kleine Einschätzung von uns im Livestream. Holt euch ein Bier, bringt eins weg und bis gleich. Justin Köpf ist bei uns. Tja, du bist jetzt nicht ganz unvertraut, du hast ein bisschen Plan von Deggendorf. Wie ist dein erster Eindruck? Ja, es ist ein Playoff-Spiel, hartes Spiel. Jeder macht sein Ding und Körperspielen, hart zum Puck. Und bis jetzt 50-50. Wir sind klar bis jetzt eindeutig ein Tick besser, weil wir mehr im Drittel sind. Aber im zweiten Drittel schauen wir mal und weiter so machen. Was uns aufgefallen ist, Deggendorf versucht betont ruhig den Spielaufbau. Ist das eine Taktik? Ja, einerseits ist es Taktik, andererseits ist, die sind mit weniger Leute da. Also müssen sie auch ein bisschen Kraft sparen und die 60 Minuten aushalten mit weniger Mann. Und das ist der größte Teil daran wahrscheinlich, ja. Danke, Justin. Gute Pause. Danke. Trainer erwartet dieses sogenannte Low-Scoring-Game, wenig Tore. Hier ein gutes Vorchecking der Gäste. Erik Hoffmann da gut unter Druck gesetzt. Zweiten Drittel. Es werden mehr Räume frei auf beiden Seiten. Schade. Alles noch im vertretbaren Bereich. Ja, das haben wir halt im ersten Drittel gar nicht gesehen. Weihrauch. Wie gesagt, wird ein bisschen offener das Spiel. Wird den Trainern gar nicht gefallen. Große Chance für Deggendorf. Letzt ein, aber nicht dem Fuchs, sondern dem Spieler. Ja, und ich glaube, es ist auch okay, hier die Strafe nicht zu geben. War noch im vertretbaren Bereich. Natürlich wird er geschoben, wird aber nicht gezogen, kann auch weiterlaufen. Ja, auch ganz fair vom Gästespieler, fordert da auch keine Strafe. Sehr schöner Pass. Hier ist er schon kurz vor der Scheibe, wird geschoben.
keine Verletzungsgefahr, auch wichtig. Und es könnte sein, dass wir jetzt hier die Eismeister sehen. Das Duo Infernale, Olli und Dirkie, werden versuchen, das Eis am... Könnte Grossi sein, könnte... Batschi sein, ja. Und das war jetzt ein schöner... wir werden ihn Freilinger fragen. Natürlich. Der hat da ordentlich Gewicht reinzulegen in den Schuss. Auch schön flach aufs kurze Eck. Also jetzt auf jeden Fall die Gäste in der richtigen Überzahlformation. Tor wird gegeben. Ja, war noch nicht klar. Hat er noch nicht sicher gehabt, der Timo Herden. Die Scheibe war frei. Die Gäste einfach gedankenschneller arbeiten die Scheibe rein. Gutes Tor. Ganz souverän und unaufgeregt gemacht. Schönes Überzahl der Gäste. Und genau in dem Moment, wo man mal ein bisschen Geschwindigkeit und Gedankenschnelle braucht. Hier sieht man es, geht der Spieler schon vors Tor. Da kommt der Schuss. Und hier wird gleich nachgearbeitet. Jetzt werden wir es im Hintertor sehen, dass die Scheibe noch frei lag. Hier geht sie hinten an den Schoner von Timo Herten. Die Scheibe war noch nicht drin. Er geht instinktiv runter. Und das Unterzahltor. Das ist die Antwort. So, das Spiel kann beginnen. Wir haben immerhin 30 Minuten jetzt vertan mit Abtasten. Los geht's. Ja, passt irgendwie zum Spiel. Alles relativ ausgeglichen. Es wurde ein bisschen offener. Jetzt fallen die ersten Tore. Hier eine sehr schöne Bewegung von Moritz Becker. Und ich habe es vorhin gesagt, wenn man Pielmeier überwinden möchte, dann wahrscheinlich mit einem nah abgefälschten Schuss. Und genau das ist passiert. Gibt es auch nichts zu reklamieren mit hohem Stock. Auch in der Höhe darf er natürlich abgefälscht. Ob er durchs Außennetz oder unter dem Gestänge durch ins Tor gelangte, das sind die beiden Szenarien, die geprüft werden beim Videobeweis Light. Alles andere ist irrelevant. Ja, und deshalb war ich kurz verunsichert, weil ich dachte, es wird geprüft, ob das Tor mit Absicht verschoben wurde. Aber natürlich ist es sinnvoll, das nochmal zu hinterfragen. Die Schiedsrichter waren sich relativ sicher, aber wie gesagt, jetzt kann man die Zeit nun wirklich sinnvoll nutzen. Und wir dürfen im Stream die Szene wir nochmal gucken. Jetzt haben wir die Übertorkamera. Hier geht der Torhüter rechts rüber und dann kommt der Schuss. Ja, das hat man wirklich gesehen. Aber ich glaube, das Tor wackelt, weil der Torhüter sich dran abstößt. Da bleibe ich beim Eishockey, das ist cool. Ja! Thomas Gauch aus der Halbdistanz zieht ab. Ich glaube, der war abgefälscht. Und wir liegen vorn. Schön von der Bande mitgenommen und viel Platz für Gauch. Gauch sieht seinen Mitspieler, hier biegt sich der Schläger durch. Da könnte sogar direkt reingegangen werden. Jetzt wüsste ich es nicht mehr genau. Also auf jeden Fall ein fantastisches Tor. Oh, der eigene Spieler war es. Eieiei. Ja. Erstmalige Führung der Saale Bulls. Klärt. Gibt es dann doch einen leichten Größengewichtsunterschied. Aber nichts Verrücktes. Also bleibt dabei, faires Viertelfinalspiel bisher. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wer mehr Energie hat, wer die Nerven behält. Und das meine ich gar nicht nur in solchen Situationen, wo es tatsächlich ein bisschen aufregender wird, sondern auch insgesamt im Spiel weniger Fehler macht. Später mehr Analysen, jetzt Gästeinterview. Geiles Drittel, wir haben Bock auf mehr. Holt euch ein Bier, bringt eins weg, bis später.
Thomas Greilinger ist bei uns. Das Spiel begann von vorn, nachdem das Tor repariert wurde, weil es rausgerissen war. Wie siehst du das? Ich denke, es ist sehr schwierig für uns heute. Aber man soll nicht jammern. Wir spielen ein sehr starkes Auswärtsspiel. Defensiv stehen wir sehr gut. Ich denke, schade, dass wir gleich die beiden Gegentore kassiert haben. Aber nach dem zweiten Drittel mit der Mündetruppe 2-1 beim Tabellenzweiten vom Norden, ich glaube, da kann man leben damit. Auf jeden Fall. Reichen die Körner noch für ein letztes Drittel? Du hast gesagt, dezimiert heute. Wir werden es gleich sehen. Also wir werden alles in die Waagschale schmeißen, um das Spiel zu gewinnen. Wenn nicht, dann denken wir nicht dran. Aber ich denke, wir haben gute Chancen. Offensiv ein bisschen mehr Druck machen. Dann fahren wir heim und hoffen, dass einige zurückkommen für Freitag. Vielen Dank. Gute Pause. Spiel noch. Nichts ist entschieden. Natürlich erstmal der Torvorsprung bei den Saale Bulls. Aber wir haben gesehen, wie schnell es gehen kann beim Ausgleich. Empfohlen wird das Spiel, wenn man es sehen will, in der Halle, dass man sich im Vorfeld Karten besorgt. Bitte kauft eure Tickets im Vorfeld. Es kann sein, dass es wie bei den letzten Begegnungen ausverkauft ist. Pielmeier hat die Scheibe. Und dass es gar keine Abendkasse gibt. Das war die Info, die aus Deggendorf kam. Also bitte, wenn ihr in die Halle geht, was immer cooler und geiler ist als Stream, weil echt ist doch besser. Wir sind froh, dass das alles wieder geht. Holt euch euer Ticket für das Spiel. Riesenchance jetzt für die Gäste. Ja. Nicht aus der Ruhe bringen lässt. Also das gefällt mir sehr gut bei den Gästen. Und hier haben sie genau die Lücke gesehen. Das ist einmal ein Schritt falsch und gleich ist viel, viel Platz. Also so viel auch zum Thema. Das war jetzt Pech, eigenen Spieler angeschossen. Somit die Bulls in Aufstellung in ihrer Formation. Da ist es passiert. Die Saale Bulls nutzen die Strafe gegen Deggendorf und führen vermeintlich die Entscheidung herbei. 2,5 Minuten vor Schluss und stellen auf 3:1. Also in einem normalen Spiel würde ich sagen, Vorentscheidung in den Playoffs. Jetzt gibt es die Auszeit der Gäste in den Playoffs. Sagen wir mal, 30 Sekunden vor Schluss. Vorher lasse ich mich hier zu nichts hinreißen. Auszeit Gäste. Auszeit Gäste. Ja, was werden Sie jetzt besprechen? Es gibt zwei Optionen. Jetzt sehen wir erst nochmal das Tor. Ihr seht ein paar Highlights und dann kommen wir live zurück mit beiden Trainern. Satan, du machst den Sack zu. Im Spiel ist er noch nicht ganz zu, aber mit 9,4 Sekunden, glaube ich, wissen auch die Gäste, jetzt kann man noch ein Signal setzen, aber wird nicht mehr reichen für zwei Tore. Wir haben ein super Oberliga-Playoff-Spiel gesehen, das alle Male. Mit auch in Summe einem verdienten Sieg der Saale Bulls. Waren dann doch mehr Chancen und auch mehr Spielanteile. Gerade im zweiten Drittel, das war ein ganz starkes Drittel der Saale Bulls. Und dann im dritten Drittel hat Deggendorf nie eine Phase aufbauen können, in der sie unendlich Druck gemacht haben. Torhüter ist auch wieder drin. Glückwunsch.